Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, wir machen weiter mit dem Tutorial. Ne? Jetzt geht es darum, die Cup Control zu erlernen. Wir beginnen mal gleich. Ja, jetzt haben wir schon einige geschafft. Das ist gut. Einen Schritt weiterkommen. Und dann schauen wir mal näher, dass wir da irgendwann mal irgendwas Schönes hinkriegen. Ne? Dass wir da. Oh, unsere Bullen. Das ist ein recht kleiner Stall, muss ich das ehrlich zugeben. Nur 5 Rinder, da können wir nicht reich werden von. So, gut. Viele Maschinen in Kettle und Cops haben Funktionen an und in der Maschine, die mit Hilfe der Großausstattung bedient werden können. In diesem Tutorial lernst du, wie du diese Cup Controls verwenden kannst, um verschiedene Funktionen am Traktor zu bedienen. Wir beginnen mal gleich. So, probiere die erste Tür Arion 35 zu öffnen. Stelle dich dazu vor der Tür des Faktors und schaue den Türöffner an. Ach so, mit Gedankenkraft. So. Um die Tür zu öffnen, musst du die Großsteuerung aktivieren. Schalte dazu die das gedrückt. Also streng, und wieder streng. L funktioniert nicht, ne? Also langen Finger habe ich gar nicht. Machen wir streng. Und dann gehen wir hier auf den Punkt. Oh, die Tür geht auf. Steigen den Taktor Iron ein mit E. Wir sind drinne. Schließe die Tür mit. Ja, mit der Maus, ne? Starte den Takt über den Zündschlüssel. Ach, wo ist er hier überhaupt? Irgendwo. Wo zeigt er mir an? Tür. Hinten? Nö. Doch hinten irgendwie. Gelben Punkt? Ah! Da! Klaas. Gut. Als nächstes wollen wir uns ansehen, wie du Anbaugeräte mit Hilfe von Kabel und Controls anhängen kannst. Wo ist da? Fahre mit dem Taktor wieder hin, ne? Gut. Dann mache ich mal die Außenansicht, weil. Gelenke noch nicht. Wie gesagt, da muss ich mir immer später, wenn ich eigene Fahrzeuge habe, mal genau angucken. Siehste. Fahre rückwärts an den Anhänger ran und halte den möglichst dicht an der Deichsel. Hänge den Anhänger möglichst noch nicht an. Achso. Ich hoffe, der Zaun passt. Laut bin ein bisschen zu laut. Das war rabiat. So. Steige außen. Mikrofon zu laut. Der geht jetzt zu laut ins Rote. Steige. Ja. Steige aus. Machen wir die andere Ansicht. So. Stell dich neben der Deichsel des Anhängers, um den Anhänger um den Taktor anzukuppeln. Wo ist an ihm meine Hilfe? So. Ah, aktiviere und. Aha.
Gratulation! Du weißt nun, wie du die Cup Controls am Traktor bedienen kannst. Schau dich in neuen Maschinen am besten zuerst um, um die verschiedenen Möglichkeiten, die du hast, sehen zu können. Aha, okay. Und ablesen. So, jetzt habe ich, ja. Die Hutsteuerung kommt an jetzt. Machen wir nächstes Mal die Hutsteuerung. Beginnen wir gleich mal. Wir haben noch zwei da. Und da haben wir jetzt wir drei und da 0. Fertig. Beginnen. Hutsteuerung, keine Ahnung. Lass mich überraschen. Schauen wir gleich. Tutorial ist ein bisschen. Naja, nicht Fahrt. Wir müssen es im Prinzip machen, sonst werde ich immer raten müssen. Ne? Beim LS geht es ja schon ein bisschen blind und schnell. Aber hier nicht. So. Öffne die Steuerungsinfo. F2. Und schließen. Ne, klar, hier ist die Angriffstiere anlocken und so alles hier. Vorwärts, rückwärts, links. Rennen, Vollgas. Nächstes Fahrzeug, Tiere anlocken und so. Ne. Ist an sich ähnlich wie bei LS. Bis auf Tiere anlocken und verjagen geht nichts. F2. Öffne die Map mit angezeigtem Button. Um unteren linken Ecke findet sich eine kleine Karte, die Minimap genannt wird. Sie zeigt dir an, wo du gerade bist, wo die Position verschiedener wichtiger Punkte, deiner Umgebung, wie zum Beispiel dein Hof, oder die genaue Position deiner Fahrzeuge, Felder, die dir gehören, sind grün markiert. Rufe die große Version der Karte auf die Taste. Drücks M. So. Wir gehören 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. So. Setze den einen Weg auf der Karte. Jo. Wo bin ich aktuell? Am Händler. Ja, wohin, ne? Zum Hof, ne? Plus, minus. Wo? Oh. Du kannst die Karte auch vergrößern und verkleinern, indem du das Mausrad. Dass du oder die Plus-Minus-Button verwendest. Da geht nichts. Geht auch nichts. So. Macht ja nichts, ne? Bestätige mit weiter. Klick auf ein Feld, naja gut. Wenn du ein Feld auf der Karte ausgewählt hast, Feldmenü geöffnet, ein Feld. Gut. Wenn du ein Feld auf der Karte auswählst, wird das Feldmenü und mit der Ansicht der ausgewählten Feldes geöffnet, den du alle Details im aktuellen Zustand des Feldes ansehen kannst. Ah, wo ist es? Jo, F2? Nö. Gut, mal den Maus aktivieren, ne? Ah, ja, gut, okay. Das zeigt an. Sommergerste, Feldgas, Mais, Sommerrocken, Sommerweizen. Okay. Feldnummer 41. Gut, die Daten, Wert, Hektar, Wachstum. Ne? Jetzt hier verschiedene Düngersorten, also Stickstoff, Phosphat, Kalium, die Feuchtigkeit und Lufttemperatur. Im Grunde sind wir im Düngerbereich, im unteren Bereich, gekuppelt 100%, Lockerung 0, Tiefenlockerung 50%. Gut, was sagt der Nächste? Im Besitz.
Aha, okay. Schließe das Menü wieder, F1. Okay. Schließe die Karte. M. Bestätigen mit weiter. Im oberen linken Ecke des Bildschirms findest du wichtige Informationen wie die aktuelle Zeit, das Wetter und dein Kontostand. Ah ja, ja, nicht viel. Gut, das Tutorial, ne? Also hier oben Konto, Wetter, also Wetter, Sonnenschein, Temperatur, Zeit, Uhrzeit, Datum. Weiter. Erhöhe die Spielgeschwindigkeit. Erhöhe auf 120. Verringere die Geschwindigkeit. Auf was? Auf 1. Klick auf Schlafenknopf. Stelle 10 Tage ein. Zehn Tage. Drei Stunden. Gut. Schlafen. Die Schlafen stehen jetzt, ne? Oh. Gewitter, Sauwetter. Klicke auf den Wetterknopf. Da hing es ein bisschen laut, aber man muss sehen, dass wir es schaffen. Ah, unser Zielsmenü. Schließe den Kalender. Ja, Uhrzeit. Und, naja, Sauwetter, ne? Wir brauchen noch Regen. So, schließe den Kalender, F1. Gute Frage. Gut, EC-Taste geht auch. Klicke auf den Geldbetrag. Ja, jetzt haben wir hier das Finanzmenü. Ne? Fahrzeugkauf. Hornträger, Rinder, Hornträger. Und die einzelnen Dinge, müssen wir gucken, ob wir sie scrollen können. Ach, hier. Ne. Also wir haben im Prinzip als nicht viel, ne? Sommerrocken, Mais, Sommergerste, Sommerweizen, Feldgras. Ne? Am Anfang, ne? Schließe das Finanzmenü. Wenn man in der Außenhülle eines Fahrzeuges ist, findet sich der Tachometer in der unteren Ecke des Bildschirms. Zusätzlich zu deiner Geschwindigkeit und Umdrehung zeigt er auch den aktuellen Gang und Benzinverbrauch an, sowie die situationsabhängigen Startrans-Icons. Denke mal, so heißt es so. Es wird Diesel sein, ne? Stetig mit weiter. So. Sitzt man ein Fahrzeug mit irgendeiner Ladung, so wie ein Anhänger mit getroschener Ernte, zieht man den Ladungsstand in die erste Liste oben des Tachometers. Achso. Und listet alle Inhalte auf. Weiter. Beende das Tutorial. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Man sauber da, ne? Jo. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Schönen Dank fürs fleißig Liken und Kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.